vor ungefähr 30 Jahren haben ja sämtliche Indianerstämme, ich glaube damals unter Ronald Reagan, die Genehmigung bekommen, Gaming in ihren Reservoirs durchzuführen, und nach 30 Jahren, glaube ich, machen sie 44 Milliarden Dollar Umsatz. Der Ernest Stephen ist, wie gesagt, der Chairman dieser Gaming Organization. Natürlich ist das für uns ein ganz wichtiger Kooperationspartner, und wir sind natürlich sehr froh, dass er uns hier in Europa, in Gumpoldskirchen in Österreich besucht. Es geht hier insbesondere um Beziehungen, die aufzubauen, zu pflegen, gerade mit den Native Americans, wo das sehr wichtig ist, diese Beziehung laufend zu pflegen, Vertrauen zu schaffen. We noticed that North America has a powerful presence there, and so we also had been able to observe them to continue to grow in the United States, and more specifically to welcome them to our industry in the United States, which we call Indian Country. Tribal government gaming, that's what we do, and in everything that we do, our assets are put into our community. Education, health and welfare, different things like that, that's what we do. So it's real important that we understand our family atmosphere. So we see Nova Manic as a strong influence, a family member in this gaming industry worldwide. Die USA ist natürlich ein Hoffnungs- und Wachstumsmarkt für uns. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Tribes sind ja die größte Gaming-Organisation in den USA mit 350.000 Mitarbeitern. We like to create jobs. Novomatic creates jobs. That's what we do. Better opportunity again. So our folks that work for us make a car payment, buy a house, put their kids through college. That's what we do. Also es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz, amerikanische Firmen, internationale Firmen aus Australien, aber es gibt eigentlich kaum europäische Firmen, die bisher in Amerika Fuß gefasst haben. Das ist sicherlich eine Novität, und mit unserer Erfahrung aus dem europäischen Glücksspielmarkt können wir auch neue Konzepte nach Amerika bringen. Der typische europäische Spieler ist männlich zwischen 35 und 45. Und der typische amerikanische Spieler ist weiblich und 55 aufwärts. Und dort ist es so, dass man wesentlich weniger Schwankungen in den Spielen hat. Das heißt, man gewinnt ein bisschen, man verliert ein bisschen. Also man spielt wesentlich länger an der Maschine. Natürlich müssen wir auch Spiele anbieten, die die Amerikaner gewohnt sind. Und das ist sozusagen eine Mischung Innovation und das, was schon bekannt ist. Aber es gibt mehr Interaktivität, das heißt, der Spieler ist stärker involviert ins Spiel und hat dadurch auch mehr Entertainment.